Ganz klar, für mich ganz klar. Ich nehme die Pizza, Freunde. Ich habe, glaube ich, so circa 40 Fragen vor mir. Ich werde die Fragen gleich vorlesen. Und dann auch jedes Mal oder fast jedes Mal auch etwas zu meiner Entscheidung sagen. Weil sonst wäre das ein bisschen zu langweilig. Also ich möchte das nicht einfach so runter abarbeiten. Und ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und genießt die Fragen und die Antworten. So, die erste Frage. Schokolade oder Katjes? Muss ich ganz klar mit Abstand Schokolade sagen. Ich mag zwar Katjes, nicht alle Sorten, die es da so gibt, aber auf Schokolade könnte ich niemals verzichten. Aber auf Katjes könnte ich ohne Probleme verzichten. Null Problemos. Die nächste Frage, Hund oder Katze? Als kleines Kind hätte ich 100% Hund gesagt. Aber das hat sich so ein bisschen geändert bei mir. Deswegen sage ich Katze. Weil Katzen, ich weiß nicht, Katzen haben irgendwas Besonderes an sich. Ich habe nichts gegen Hunde, so, ne? Aber für mich sind irgendwie Katzen. Katzen sind für mich was Besonderes geworden. So, Cola oder Fanta? Cola oder Fanta? Jetzt sage ich auch Cola. Ja, Fanta ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Und auch da muss ich sagen, so diese Zero-Getränke. Könnt ihr mal sagen, ob ihr diese Zero-Getränke trinkt? Aber ich trinke die immer weniger, weil irgendwie die bekommen mir irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Also ich habe jedes Mal so einen komisch aufgeblähten Bauch und so. Ja, deswegen trinke ich eher dann eine normale Cola. Nächste Frage. Duschen oder baden? Auf jeden Fall duschen. Also ich bade nie. Ich bade nie. Weil ich habe dafür auch irgendwie, also weiß nicht, keine Lust, keine Zeit. Duschen geht ganz schnell. Und ja, deswegen duschen. Auf jeden Fall duschen.
manchmal schön heiß zu duschen, ganz heiß so. Ist einfach richtig, richtig auch entspannend, finde ich manchmal. Ja, auf jeden Fall duschen. So, die nächste Frage. Die nächste Frage. Nächste Frage. Döner oder Burger? Auch hier ganz klar für mich der Döner. Weil ein Döner geht immer. Könnt ihr euch merken, ja? Döner geht immer. Döner ist auch, würde ich sagen, so mit das gesündeste Fastfood, was es gibt, glaube ich. Ohne Spaß. Weil du hast eine schöne Fleischportion. Salat. Ja, okay, bei den Soßen natürlich muss man aufpassen, ein bisschen. Wegen den Kalorien und so. Und dem Brot, ganz klar. Vielleicht ein Döner-Teller wäre so das Gesündeste. Aber ein Döner. Und es macht dich halt satt. Also, wenn ich einen Döner esse, ich kann viel essen, wenn ich will. Also, ich kann wirklich viel essen. Aber ein Döner, so ein guter Döner, der macht den auch satt. Und bei Burgern, ich finde, also McDonald's und Burger King und sowas, esse ich sowieso nicht. Aber ich habe auch mal so andere Burger gegessen. Und da kann ich immer zwei essen, so. Da kann ich immer zwei essen und noch Pommes. Weil es macht mich einfach, weiß nicht, so ein paar Bissen, der Burger ist weg. Und Döner. Man hat immer viel vom Döner, finde ich. Ich finde, man hat viel vom Döner. Deswegen auf jeden Fall Döner. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil so ein geiler Kaffee. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Aber ich werde trotzdem sagen Tee, weil ich trinke auch viel mehr Tee als Kaffee. Ich liebe es aber, Kaffee zu trinken, aber nur, weiß nicht, da brauche ich irgendwie, da brauche ich so ein Feeling für Kaffee. Also zum Beispiel am Sonntags, so, sonntags ein Kaffee geht immer. Dann noch mal vielleicht so zweimal, ein, zweimal in der Woche, so unter der Woche. Aber Tee, ja, schon Tee. Tee trinke ich schon viel öfter. Deswegen nehme ich den Tee. Ich weiß nicht wo und ich weiß nicht was genau, aber ich habe eigentlich richtig Bock auf ein Tattoo. Aber deswegen ganz klar, Tattoo Piercing ist gar nichts für mich. Nichts. Marvel, 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 Marvel. Oder. DC, DC, DC. Ist auch wieder so eine ganz klare Sache für mich. Marvel. So für mich persönlich. Es gab, glaube ich, keinen Marvel-Film, den ich schlecht fand. Ja, doch, außer, ich glaube, zwei Thor-Filme. Und den Wonder, nee, den Captain Marvel Film, den hab ich nicht geguckt, den Film. Aber ansonsten so die ganzen Marvel Filme, die haben richtig Bock gemacht zu gucken. Und DC,
Das hat mich einfach nicht geflasht, ganz ehrlich. Außer die Batman-Filme von Christopher Nolan, die waren heftig. Und den letzten Joker-Film. Joker-Film, den fand ich auch cool. Also, das heißt cool, den fand ich gut, den fand ich gut. Aber ansonsten, so dieses ganz, dieses andere, so Flash und Suicide Squad und sowas, das hat mich alles nicht abgeholt. Superman und so. Nee, es war nicht so für mich. Deswegen eher ganz klar. Die nächste Frage. Pizza oder bisschen schwieriger für mich, bisschen schwieriger für mich. Pizza oder Hamburger? Also bei Hamburger, McDonald's und Burger King sowieso nicht. Nicht. Ich denke, ich nehme die Pizza, weil ich habe bei der Pizza einfach mehr mehr Freiheit, so wisst ihr, wie ich meine. Ich kann da mehr entscheiden, was ich drauf mache und so. Deswegen nehme ich die Pizza jetzt an der Stelle. Ja, ich nehme die Pizza, Freunde. Ich kann nicht runterscrollen. Ich kann nicht runterscrollen. Scrollen, scrollen. Ich kann nicht runterscrollen. Wo ist die Maus? Wo ist der Mauszeiger? Wo ist der Mauszeiger? Wo ist der Mauszeiger? Da ist der Mauszeiger. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Nutella mit oder ohne Butter? Ich habe natürlich ganz, ganz klar bereits Nutella mit Butter gegessen und es schmeckt anders gut. Aber das kannst du natürlich nicht jedes Mal machen. Deswegen nehme ich Nutella ohne Butter, weil so esse ich es halt. So, ich sag mal, 99% der Zeit, ne? Deswegen Nutella ohne Butter. Früh aufstehen oder lange schlafen. Ich bin tatsächlich eher so ein Frühaufsteher, weil ich mag das nicht so lange zu schlafen, weil ich komme dann nicht so richtig in die Gänge. So, und ich weiß nicht, wenn ich dann so spät quasi mit dem Tag beginne, dann weiß nicht, das gefällt mir immer nicht so vom so dieses innere Gefühl, so das gefällt mir überhaupt nicht. Lange schlafen und sowas. Das habe ich schon als Kind, habe ich das so gemerkt und habe mich auch direkt als Kind an das frühe Aufstehen irgendwie gewöhnt, sodass ich auch gar nicht, also ich komme auch ganz gut mit wenig Schlaf sogar zurecht, weil ja, ich mag es einfach eher früh aufzustehen. Deswegen ganz klar, Team früh aufstehen. Netflix oder Disney Plus. Plus. Netflix oder Disney Plus, plus, plus. Ja, ich nehme Netflix, weil die, so die Eigenproduktion, die so raushauen,
Serien und so, die sind halt schon, die sind echt gut, ne, zum Teil. Die sind auf jeden Fall sehr nice. Und bei Disney Plus, ja, ich weiß, die ganzen Marvel-Filme sind dort. Aber die kenne ich halt so. Und schaue ich nicht so häufig, ehrlich gesagt, Disney Plus. Schaue ich nicht so oft, deswegen. Netflix. Nächste Frage: Walking Fear the Walking oder Fear the Walking Dead? Und ich muss The Walking Dead nehmen an der Stelle, weil ich habe Fear the Walking Dead vielleicht drei Folgen geguckt. Folgen. Ja, ich habe drei Folgen geguckt. Wenn es hochkommt, ganz ehrlich gesagt. Bei Walking Dead bin ich von Anfang an dabei und auch auf dem aktuellen Stand und so. Deswegen muss ich The Walking Dead nehmen. Nächste Frage. Team Vegeta. Vegeta. Wie spricht ihr es aus? Vegeta oder Vegeta? Ja, die Frage ist Team Vegeta, Team Vegeta oder Team Goku? Ich hätte das niemals gedacht. Als Kind war es für mich ganz klar Goku, ne? Ganz klar Goku als Kind. Aber mittlerweile ist Goku für mich so ein bisschen ein nerviger. Was heißt nerviger? Es nervt mich so ein bisschen, dass er immer so dieser Dumme geblieben ist, so sag ich mal. Gerade auch in Super. So auch dieser Arc so mit Black Goku. So hätte er das Ganze nicht schon viel früher beenden können. Aber er hat einfach mal wieder so was Bestimmtes. Da hatte doch irgendwas vergessen wieder. Ja, das nervt so ein bisschen. Und Vegeta hat halt eine viel krassere Veränderung hinter sich. Und so manchmal so dieser Beschützerinstinkt. Er sagt immer, es ist ihm alles egal. Aber dann beleidigt Beerus seine Frau und er flippt so voll aus. Keine Ahnung, da merkt man halt schon, dass in Vegeta halt mehr drin ist. Und deswegen, ja, ist für mich halt Team Vegeta. Hätte ich niemals gedacht. Als Kind, ich hätte es niemals gedacht, dass ich Team Vegeta sein werde. Nächste Frage. Äpfel oder Birnen? Äpfel oder Birnen? Äpfel oder Birnen? Äpfel. Weil Äpfel sind einfach nice. Aber nur bestimmte Äpfel. Ich liebe diese kleinen Äpfel, so kleine, wirklich saftige, rote Äpfel. Feiere ich übelst. So diese großen, ich weiß, ich hab immer das Gefühl, dass das so künstlich großgezüchtete Äpfel sind. Die schmecken ganz häufig einfach gar nicht so gut, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall immer noch besser als Birnen. Deswegen Äpfel. Iron Man oder Captain America?
so ziemlich auf der gleichen Stufe. Aber ich muss mich jetzt entscheiden. Deswegen so ganz spontan, ganz spontan. Ganz spontan, ganz spontan. Iron Man. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht sagen. Einfach jetzt spontan. Iron Man. Drachen oder Einhörner? Drachen oder Einhörner? Drachen. Weil Drachen. Lebe ich, seitdem ich denken kann. Drachen sind mega cool, mega nice. Und Einhörner, ja, jucken mich einfach nicht. Sorry. Drachen, ganz klar, Drachen. Sommer oder Winter? Sommer oder Winter? Sommer oder Winter? Sommer oder Winter? Ich bin ein Sommermensch. Ich mag die Kälte nicht. Bin ich so der Schneetyp. Ich mag einfach Sonne. Ich mag es auch, wenn es auch ganz, es kann auch ruhig ein bisschen wärmer sein. Es macht mir gar nichts aus. Sommer ist meine Jahreszeit. Leute, ich weiß gerade gar nicht, wie lange das Video schon geht. Falls das Video jetzt irgendwie schon richtig lange laufen sollte, dann mache ich einfach einen zweiten Teil, wenn ihr drauf Bock habt. Ansonsten werdet ihr diesen Teil hier gerade gar nicht sehen.